Hallo, mein Name ist Maike Kranz von 123 Effizient dabei. Willkommen bei dem achten Teil unseres Weihnachtsprojektes. Heute geht es um den Ablauf und Terminplan. Ja, nun detaillieren wir einfach unsere Projektplanung und erstellen einen Gantt-Chart. Das ist eine sehr verbreitete Methode und sehr typisch für das Projektmanagement. Wie funktioniert das? Sie kombinieren alle Arbeitspakete aus dem Projektstrukturplan mit den Meilensteinen aus dem Phasenplan und anschließend legen Sie fest, wann die Aufgabe beginnt und wann sie endet, beziehungsweise wie lange sie dauert. Dann ist es ja nicht ganz einfach, den Aufwand zu schätzen und Termine zu planen. Deswegen habe ich unterstützend für Sie mal wieder eine kleine Checkliste zusammengestellt. Aufwand. Man müsste den Aufwand, Ihr Arbeitspaket einschätzen und in Stunden angeben. Und das ist immer wichtig, aus Erfahrung, aus vergleichbaren Projekten, beziehungsweise in unserem Fall aus den letzten Jahren zurückzugreifen. Und Sie sollten mindestens zwei Wichtel in unserem Fall nach Ihrer Einschätzung fragen und eher pessimistisch schätzen. Ja, also da geben Sie sich nichts, wenn Sie dazu optimistisch sind und auf alle Fälle Puffer einplanen. Ja, Kapazitäten der Projektmitarbeiter, also unsere Wichtel, ne? Bekannte Abwesenheiten wie Urlaub, Seminare, Dienstreisen, solche Sachen schon mal notieren. Natürlich kann auch noch ein Wichtel krank werden. Wir haben schließlich Winter, da kann man schnell mal einen Schnupfen kriegen. Oder beim Verladen von den Paketen kann der eine oder andere auch mal, wie man so schön sagt, Rücken kriegen, ne? Also einen Hexenschuss. Deswegen sollten Sie auf alle Fälle ungefähr 5% der vorhandenen Kapazitäten abziehen. Ne? Ja, dann Arbeitsspitzen aus dem Tagesgeschäft. Also das trifft bei uns jetzt nicht zu. Die Wichtel haben zu Weihnachten nichts anderes zu tun als Weihnachten. Ja, Aufwand für Besprechungen beachten, man muss sie immer wieder abstimmen, ne? Das ist ganz klar mit den Teilprojektleitern und so. Und passen Sie auf, dass Sie nicht mehr Kapazitäten einplanen, als tatsächlich vorhanden sind. Man wundert sich, wie viel nachher eigentlich noch übrig bleibt. Das ist deutlich weniger, als man erst denkt, ne? Ja, Terminplanung. Planen Sie von hinten, ne? Also vom Fertigstellungsdatum rückwärts. Also wir sollten vom 24. ausgehend zurückplanen. 24.12., ne? Planen Sie vom Groben ins Fein. Erst die Teilprojekte, dann die Aufgaben, Arbeitspakete und so weiter. Puffer einplanen bei den Terminen auf alle Fälle. Und eben Abwesenheitszeiten und Arbeitsspitzen berücksichtigen. Das ist auch nochmal wichtig. Ja, um das Gantt-Chart zu erstellen, sollten Sie nu Excel nutzen, ne, auf alle Fälle. Da gibt es auch entsprechende Vorlagen, die Sie finden. Hier habe ich jetzt mal dieses Gantt-Chart erstellt. Es ist sehr breit geworden, deswegen kann man jetzt leider die Schrift nicht mehr so richtig lesen. Aber darum geht es gar nicht, sondern es geht darum, dass man erkennt, also die Rauten sind wieder, die roten Rauten sind unsere Meilensteine. Ich hoffe, Sie können erkennen, wo der 24. und 25. Dezember ist. Das ist nämlich die dritte Raute ist startklar für Weihnachten und die vierte Raute ist alle Geschenke sind abgeliefert. Ne? Also da ist Weihnachten. Und davor, das ist das Schöne daran, kann auch sehr viel parallel passieren. Ja, und dafür ist das Gantt-Chart auch unglaublich wichtig, dass man einerseits Abhängigkeiten erkennen kann und andererseits eben auch sehen kann, dass ganz viel parallel passieren kann. Ne? Also hier in dieser Übersicht ist letztendlich das Ziel, die Reihenfolge der Aufgaben zu bestimmen, Abhängigkeiten zu ermitteln und ja, festzulegen, welche Aufgaben parallel ablaufen können. Ne? Man muss das mal ansehen. Sie sehen es jetzt hier nicht mehr ganz so gut sichtbar, aber Schlitten beladen und Geschenke ausliefern. Ne? Das ist ein ganz typischer Fall. Das Ausliefern der Geschenke kann erst beginnen, wenn der Schlitten auch beladen ist. Die zweite Aufgabe wartet also darauf, dass die erste abgeschlossen ist. Ja? Oder Wunschzettel bearbeiten und Geschenke zaubern. Kurz nachdem die Bearbeitung der Wunschzettel begonnen hat, kann der Weihnachtsmann die ersten Geschenke zaubern. Beide Aufgaben starten also beinahe zeitgleich. Nur mit einem kurzen Zeitpuffer. Hier können Aufgaben auf alle Fälle parallelisiert werden. Ne? Ja, nun haben wir es soweit geschafft. Alle Aufgaben wurden definiert, Reihenfolge und Termine sind klar. Dann wird noch festgelegt, wie viele Wichtel und Rentiere genau in den Aufgaben arbeiten.
Und dann kann Weihnachten kommen. Hat Ihnen das Video gefallen? Dann abonnieren Sie meinen Kanal. So erhalten Sie jede Woche sofort umsetzbare Tipps für mehr Effizienz an Ihrem Arbeitsplatz. Melden Sie sich bitte auch zum kostenlosen Newsletter an. Als kleines Dankeschön schenke ich Ihnen mein 24-seitiges E-Book mit meinen 10 besten Tipps für mehr Produktivität im Büro. Dazu einfach.